You choose your camp. Mr. Yeltsin, welcome. Thank you. To south of France. Okay, so let's go. Yesterday, a team or somebody tried to burgle this house. Somebody tried to get in, but we had security, so they ran away. The police came, we have the footage, so stay tuned to see that. Gibst du auf, dann gib auf! Niemals! Nobody cares about the things you've almost done. At the end, there's only two types of people. The ones that do things, and the ones that talk about it. You choose your camp. Discover the hero inside you. Learn from the best. Unsere Bürgermeisterin aus Solingenberg. Ja. Hallo, ich grüße euch. Danke. Hallo Murat. Vielen Dank für die Einladung. Nein, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Freut uns, dass ihr euch so für uns interessiert. Das ist natürlich wichtig für uns, ne? Dass man uns auch weit auf dieser Welt beachtet. Eine Begegnungsstätte für schwerstkranke Kinder und für alte Menschen. Ja, bevor wir uns setzen, möchte ich gerne mit uns und mit der Bürgermeisterin mit Zeiji mal ein Foto haben. Willst du in der Mitte zeigen? Du musst zu deinem Mann. Ja, oder zum Mitte. Genau. Komm zwischen uns hier. Ja. Genau, der Ehrengast. Ja, Zaiji, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Also wir freuen uns da wirklich sehr drüber, dass du mal herkommst, dass du das angeguckt hast. Das ist natürlich sehr schön. Ja, ne. Und auch sehr schön, dass wir da nochmal drüber reden können. Das ist einfach, weißt du, manchmal haben wir so, manchmal stehen wir einfach da und gerade Corona hat uns echt so weggeknallt. Und dann ist es so, früher konnten wir so Wünsche erfüllen und es war relativ leicht, weil uns die Leute geholfen haben. Und mittlerweile geht die Hilfe so wahnsinnig zurück. Und dann stehst du manchmal da. Du hast mal so einen tollen Satz gesagt, als wir im Büro gewesen sind. Da hat Antonia gerade diesen Urlaub gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Anna? Die hat auch praktisch 37 Kilo gewogen und ist nicht mehr behandelbar gewesen. Mhm. Man konnte die ja nicht mehr behandeln. Und dann ist die doch, dann haben wir sie doch in Urlaub geschickt, mit Hilfe der Ärzte, sie wieder ein bisschen aufgepackt, sie hat wieder ein bisschen zugenommen. Und dann hat sie doch gesagt, das Buffet war mega und so. Und hast du mal gesagt, wenn sowas hilft bei der Krankheit, wenn so eine einfachen Sachen helfen, soll es nie am Geld liegen. Das war so ein Satz, den ich toll fand, wo ich sage, wenn das so ist, dann ist das natürlich das schön. Ist so. Uns liegt es ganz oft am Geld. So, dann würde ich mich auch schon wieder verabschieden. Schon los. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte noch mal ganz kurz sagen, erstmal vielen Dank, dass du dich so engagierst, weil ich durfte dich ja nun schon in der Klinik auch erleben, wo du dich an der Küche mit beteiligt hast. Und ich habe ja nun wirklich meinen eigenen Sohn so mit leider miterleben müssen. Aber schon mein Respekt dafür, sage ich mal, dass man sich so mal links und rechts guckt, so als erfolgreicher Mensch im Leben halt. Ja, und die Kinder haben es verdient. Und auf jeden Fall. Ich denke, sie geben auch sehr viel zurück. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, ich freue mich auch, Sie kennengelernt zu haben. Sie.
So, welcome to Nice. Have everything, let's go. Thank you. Hey. My name is Nadia, I'm from Helier, Monaco. Mr. Yeltsin, welcome. Thank you. To south of France. Thank you. So now we are going to the helicopter. Maybe you need to take some luggages to the helicopter, or you have everything you need? I don't need anything. Okay, so let's go. I don't know how it exactly works. The team has done it, but I think they have done a great job. So there is. Good afternoon, ladies and gentlemen. Today we're saying hashtag no days off again. We're working on at this beautiful place. You can see the view behind me. You might have already seen some footage in this video, but before we do anything further, I have to tell you something crazy. Yesterday, a team or somebody tried to burgle this house. Somebody tried to get in, but we had security, so they ran away. The police came, we have the footage, so stay tuned to see that. And now, I'm tired. So now actually, as you know, we are here in the south of France. It's called the Côte d'Azur, and this place is called Cannes. And now we're going to somewhere else, and it's also beautiful. It's called Saint-Tropez. Stay tuned, and in the meantime, let me show you the living room here. Isn't this beautiful? You can see the view right there. Wow. Alright guys, I know I have been really lazy in terms of YouTube, but I have been very busy with other things. So stay tuned on this channel, make sure to subscribe, to like, because there's so much more to come. Anyways guys, I really missed you, but Saigon Yalcin, the channel, is never gone, and it's actually been active, but in the behind the scenes. Da habe ich was gehört eben, hier um die Ecke. Ja, ja, bei mir kann das auch ohne Scheiß nicht weit weg hier. Also da, wo das Licht jetzt ist, da, wo der Typ ist mit dem Hund, ein bisschen weiter vorne. Alright guys, so you know we live up in the mountains, we're gonna drive down to the beach and then I'm gonna run up. That's my no days off challenge today. So let's see how that will go.
So we are at the beach right now, and you know we live up in the mountains. So today, no days off, we're gonna run up. Gibst du auf, dann gib auf! Niemals! Ah! Gut, zeige. Ah. Ja. 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 Ja, das ist so. Ja, Wasser. We had an amazing time at the Côte d'Azur, the south of France, or specifically speaking in Cannes and Nice and Monaco, and now we are off to London. So let's see what's going on there. Guys, today I'm gonna use the time here to sleep, you know? So I'll see you later. One of the most beautiful things of flying away from Nice is actually the view when you depart. Check this out, you can see the whole coast. Holland, and I actually have an eye doctor appointment, so we go check this out. Oh, now we're back to Germany. Actually, we're off to Berlin again. So let's see it. Guys, I just finished the eye doctor and guck mal, mit wem ich jetzt bin. Yunus Jones, Mustafa, Abu Bulbul in the building. Ciao, dude. Herzlich willkommen. Freut uns auf jeden Fall, dass du uns mal besuchst hier. Ne? Ist eine Ehre. Eine große Ehre. Jungs, ich bin zum ersten Mal in Essen. Was macht man in Essen? Also, gut essen. Ich muss sagen, du hast Wort gehalten. Ne? Vor 2 Jahren hast du gesagt, der hat mir versprochen, hier einmal mich zu besuchen in Essen. Und ich muss sagen, ne, du hast dein Versprechen gehalten. So ist das, ein Mann, ein Wort. Ein Mann, ein Wort. Bis zum nächsten Mal.